meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem nächsten Adventskalender-Zwischenvideo. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Es tut mir sehr leid, dass ich das Video jetzt nicht früher gedreht habe, aber ich hatte seit gestern ein sehr, sehr großes Projekt am Laufen. Und manche von euch wissen es, weil die auf meiner Story abgestimmt haben, ob ich Updates drehen sollte zu meinem Projekt. Und zwar einmal, ich gehe mal mit der Kamera ein bisschen tiefer, ne? So, damit ihr auch sehen könnt, was ich hier mache. Also ich habe abgestimmen lassen, einmal Update zum Thema Schneesammlung nochmal und ein Update beziehungsweise ob ihr die ganzen Produkte sehen wollt, die ich aussortiert habe. Und Leute, ich hätte niemals von mir erwartet, dass ich ja knallhart aussortiere. Ich habe von hier von Basisprodukte bis hin zu Mascara, Kajane, Lip Liner. Dann habe ich hier vorne noch als Beispiel jetzt noch diese Eyeshadow Bases in Bunt. Paletten, alles Mögliche, weil irgendwie hatte ich so den Mut gehabt und Lust gehabt, alles zu machen, und mein unterer Tischbereich sieht jetzt etwas besser aus und da wird sich auch ein bisschen was ändern, weil ich möchte gerne bei einer bestimmten Sache etwas bestellen, damit das auch mal schön da drapiert ist und dass ich auch weiß, dass da auch Produkte sind. Und so weiter. Also ich werde da irgendwie gucken, wie ich das mache. Dann habe ich dann die Schränke hier links und rechts etwas anders sortiert. Hinten mein Alex, wo ist der? Da, da ist der Alex, genau. Da habe ich ein bisschen was gemacht. Und es ist ein mega, mega XXXXXXL ins Unendliche aufgebraucht, beziehungsweise natürlich aussortiert. Und jetzt habe ich ein paar, ja, paar Zentimeterchen mehr Platz, damit ich dann auch die anderen Produkte eventuell mit einbauen kann. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Genau. Auch nicht nur deswegen habe ich es gemacht, dass ich da freiräume, sondern weil ich es einfach wollte. Weil ich einfach wissen wollte, wie weit gehe ich, was mache ich. Selbst an meine Lieblingsmarken bin ich rangegangen. Ihr wisst ja, welche Lieblingsmarken ich habe. Und ja, es ist, wie es ist. Und ich bin stolz auf mich. Und ja, genau. Was ich noch sagen wollte, ich habe auch jetzt dieses Video in Angriff genommen, weil ich auch noch zwischendurch noch Geschenke eingepackt habe, schnell noch Karten fertig gemacht habe. Ist noch nicht komplett fertig, da die Geschenke, die ich da mache. Da muss noch so ein Schleifchen oder so noch drapiert werden, aber sonst bin ich fertig. Ja, und dann bin ich vor den Feiertagen fast durch. Das heißt, ich muss nur noch mein Zimmer noch ein bisschen putzen, Staub wischen und dann zack. Ja, genau. So, fangen wir auch jetzt endlich mal an mit dem nächsten Türchen, was ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar das Adventskalender-Türchen-Video ist da eigentlich. Aber ich wollte euch nur schon mal ein bisschen, ja, darauf vorbereiten, was so in der nächsten Zeit eventuell ansteht. Ja, ich habe auch noch geplant, noch weitere First Impressions und halt mein Projekt will ich zeigen. Und ne, vielleicht kommt das noch entweder noch im alten Jahr oder halt so in den anfänglichen neuen Jahr. Mal gucken, weil ich habe auch eine Woche Urlaub und im Januar, und deswegen könnte ich das auch nutzen für ein bisschen Video drehen. Genau. So, wir fangen jetzt endlich an mit dem nächsten Türchen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich euch schon mal so ein bisschen auf die Folter spannen möchte, was die nächsten Projekte angeht. So, und hier ist einmal das nächste Türchen. Heute ist der 20. genau. Und das ist ein ganz, ganz kleines Türchen. Ich denke bestimmt,
Es könnten eventuell wieder Mini-Pinsel sein, weil es fühlt sich so rappelig, zappelig an. Machen wir mal auf und... Jo. Habe ich mir doch gedacht, ein ganz kleiner Lidschattenpinsel. Der ist festgebunden. Den könnte ich mir auch allerdings, weil er so schön stabil ist, auch als Crease-Applikator mir vorstellen. So ein kleines. So, ne? Also weil er so fest ist, dann könnte man hier Crease machen und sauber machen und ja. Ist eine schöne Idee. Werde ich dann auch mal mitnehmen in hier in die Box. Damit ich da auch vielleicht mit Concealer damit arbeiten kann oder so. Und ja, nicht mehr lange, meine Lieben. Es sind noch 4 Tage bis Weihnachten, Heiligabend. Und ich habe hier noch ein 25. Türchen. Aber das mache ich auf, wenn ich von der Arbeit komme. Ne? Weil ich habe nämlich am... ersten Weihnachtstag Frühschicht und von daher wird das ein bisschen knapp. Ja, genau. So, ja, meine Lieben, das war's. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch nicht allzu sehr gestellt, euch auch in die Folter zu spannen, was in den nächsten Videos los sein werden wird. Und ja, dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns morgen im nächsten Video wieder. Passt gut auf euch auf. Ja, eine schöne anfängliche, trotz Corona, gute Woche. Und mal gucken, was bei mir dann so los ist auf der Arbeit. Weil ich habe ja Montag wieder, also morgen wieder Übergabe. Da gucke ich mal, was es so Neues gab am Wochenende. Und ja, gut. Ansonsten sage ich dann mal, bis zum nächsten Mal. Passt gut auf euch auf und bis morgen. Tschüss.